Ja, meine Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute zu wahrscheinlich dem besondersten oder aufregendsten Video, was ich wahrscheinlich jemals gemacht habe. Was sich bis zu irgendeinem großen Knall auch wahrscheinlich nicht ändern wird. Und zwar ist ein Video aufgetaucht von der NWO, höchstpersönlich. Die werden sich wahrscheinlich einfach nur unter dem Deckmantel der NWO verstecken, ne? Ist ja klar. Aber eine Gruppe, eine Gruppierung, sage ich mal, die Katar jetzt öffentlich den Kampf angesagt hat, sage ich mal so, also jetzt offiziell. Ja klar, vorher sind bestimmt auch ein paar NWO, wie gesagt, immer in Anführungszeichen natürlich, ne, NWO-Informationen durchgesickert. Aber ich glaube, das war so, kann man sagen, so der Startschuss, kann man das so sagen? Ich denke schon. Ich wusste schon ein paar Tage früher, dass was Größeres kommt. Das ist ein paar Tage, ein, zwei Tage früher, ist es nicht unbedingt ein Vorsprung, weil ich ja auch überhaupt nicht wusste, was da kommen wird. Also mit sowas hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe das Video gerade erst gesehen. Also ich nehme das hier direkt auf. Einfach um meine Emotionen, meinen Eindruck, nennt es wie ihr wollt, so ein bisschen festzuhalten, sage ich mal. Gleich im folgenden Video, ich werde es euch einmal komplett durchzeigen und dann gehen wir gegebenenfalls auf einzelne Stellen ein oder ich labere einfach, schauen wir mal. Erstmal, wenn ihr schwarzes Bild seht, da sind Bilder von Katal, seiner Familie, Freunden, was weiß ich. Ihr seht nur die Person, die spricht. Bilder von Gebäuden und Rainer, ne? So viel dazu. Ich denke mal, auf Telegram findet ihr ausreichend auf dieses Bild. Der Kanal, der es gepostet auf Twitter, der hat den Link schon wieder runtergenommen, also der funktioniert nicht mehr. Sprich, man findet es nur noch über Telegram oder jetzt halt hier. Und ja, ich würde sagen, ich lasse es durchlaufen. Und dann reden wir drüber. Hei Baphomet, Ave Satanas, Novus Ordo Seclorum. Katar. Solltest du deiner Familie nicht ein besseres Vorbild sein? Was soll nur aus dem kleinen Akin oder der hübschen Deria werden? Soll ihnen etwa das gleiche passieren? Wie dir in deiner Kindheit? Du hast eine Welt betreten, die du immer noch nicht zu verstehen scheinst. Hier gelten etwas andere Regeln als auf der Straße. Hier gelten unsere Regeln. Wir sind viele. Wir sind wenige. Wir sind unbekannt. Und wir leiten das Game schon länger, als du es dir vorstellen kannst. Deine Familie beschmutzt du mit deinen Sünden. Dennis zu Hause hast du wie einem Hurenhaus die Unschuld genommen. Ob Cedric und Thea schon nackt auf dem Schoß des dicken Onkel Drache sitzen mussten, durfte er die Kleinste schon mal im Arm halten. Du hast dir einen kleinen Familienladen aufgebaut und jeder darf mithelfen bei deinen Geschäften, bei den ganz normalen Dingen, bei den etwas zwielichtigeren Aktivitäten und manchmal auch bei den Straftaten. Glaub uns! Ermittlungsverfahren, billig zu kaufende Informanten und detaillierte Steuerprüfungen können echt lästig werden. Lieber Kartal, denkst du wirklich, Mimon hat dir alles erzählt und dass wir nur irgendwelche Kuchenkinder mit zu viel Freizeit sind? Wir haben unsere Augen und Ohren an vielen Orten und wo andere Leute Grenzen sehen, sehen wir Unterhaltung. Aber wir sind auch gütig und manchmal sogar nachsichtig. Wir geben dir eine Chance. Möchten dich auch mal belohnen für den ganzen Spaß, welchen wir schon hatten. Gib uns einfach den adipösen Tanzbären zurück und wir werden darüber hinwegsehen, dass du unsere Kreise so respektlos betreten hast. Aber am Ende des Tages können und wollen wir nicht für dich entscheiden. Es bleibt deine Wahl. Willst du denn deine süße Familie wirklich in ein Leben im Rampenlicht führen? Auf unsere Bühne? Oder mit ihr wieder sicher in deine kuschelige Dämmerwelt zurückkehren, wo alles so sein wird, wie es früher einmal war? Du weißt ja, wie du uns erreichen kannst und vergiss nie, es ist alles nur ein Game. Ja, ich werde erstmal generell so ein bisschen darüber reden und dann am Ende noch ein paar Schnipselchen rausschneiden, wozu ich detailliert noch etwas sagen möchte. Erstmal wirklich diese Grundaufmachung dieses Videos, ne?
wie ich, es ist gerade 23, 24 Uhr. Ja, und ich fand das wirklich gruselig schon so, ne? Ich schaue gerne Horrorfilme, wie gesagt, ne? Ich habe damit wirklich gar kein Problem. Aber so diese satanischen Wörter am Anfang, die gepitchte Stimme und das Bild von der Figur sieht schon echt gruselig aus, ne? Also da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Und ja, generell die Information, ja, ist jetzt viel Neues dabei, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Straße in der Stadt das genannt, nicht genannt werden darf. Die Straße ist, wo auch die Hater vor der Fassade standen. Konnte ich jetzt auch im Nachhinein nicht mehr rausfinden, ich weiß nicht, wo das war. Aber wenn es so aufgebauscht in dem Video vorkommt, dann wird es wohl eine neue Straße sein. Das könnte auch vielleicht daran liegen, dass es am Freitagabend veröffentlicht wird, sprich vorm Wochenende. Da können genug Hater schon da sein, ohne dass Rainer wieder flüchten kann, wie es letztes Mal der Fall war. Weil das Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde und ja, Donnerstagmorgen ist kein Hater da. Aber Freitagabend sehen die Chancen wirklich 10-mal besser aus. Müssen wir einfach mal die nächsten Stunden abwarten, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber auch generell, wie er gegen Kartals Familie und so weiter Androhungen macht, sage ich einfach mal. Das war schon wirklich gruselig, oder? Jetzt mal no joke, seid ruhig ehrlich. Müsst nicht hier einen auf stark machen. Nee, Quatsch, so, ne? Wie gesagt, diese Stimme, ne? Die hat bei mir schon leichte Gänsehaut verursacht. Und auch wie er auf die Familienmitglieder einzeln draufgegangen ist, auf Kartals angebliches, ja, illegales Geschäft. Das klingt schon alles wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr plausibel, was da gesagt wird. Und ja, dass man einfach nur den dicken Tanzmann wieder haben will, ja, das ist halt der Plan, sage ich mal. Aber die Frage ist halt, wer hat dieses Video gemacht? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich wusste nur, dass dieses Video kommen wird. Nicht von wem, nicht worum es geht, nicht was vorkommt. Nicht sowas, auf gar keinen Fall. Das wusste ich nicht. Aber ja. Ich würde einfach mal sagen, grundlegend würde ich das Video wirklich als sehr angreifend bezeichnen, würde das Video gegen mich und meine Familie gemacht werden. Da würde ich mir dreimal überlegen, ob ich die paar tausend Winkler-Euro hätte, lieber hätte oder nicht. Es ist halt die Frage, wer das Video gemacht hat. So, ich würde es so unglaublich gerne wissen, wer das war. Ich meine, dieses Video geht schon wieder darauf ein, dass Mimon anscheinend auch mit drin hängt. Das weiß man ja bis heute nicht. Es gibt Punkte dafür. Sympathiepunkte dagegen, sag ich mal. Es gibt jetzt keinen handfesten Beweis, wo er sagt, nee, das kann nicht sein, weil es gibt immer nur wirklich Sachen, wo man sagen könnte, ja, Mimon ist ein Sadist, so, der will den Rhein einfach am Boden liegen sehen, ja, der will sich wegen der Hausdurchsuchung ein bisschen rächen, weil die ja anscheinend wegen dem Drachengame kam. Das würde ich ihm schon, das ist schon ein plausibles Argument, warum Mimon drinstecken würde, ne? Ich schätze nicht so ein, dass es viel Geld macht, weil ja, ich glaube, seine sadistische Seite, die ist da schon um einige stärker. Und auch, dass er weiß, wie er sie erreichen kann und so weiter. Wie gesagt, es klingt für mich wirklich straight aus dem Horrorfilm, wo die Protagonisten da im Raum sitzen und plötzlich geht der Fernseher und dieses Video läuft. Ich entschuldige meine nicht geordneten Gedanken, aber ich wollte unbedingt dieses Video sofort aufnehmen, nachdem ich es angeschaut habe. Einfach um den Moment so ein bisschen festzuhalten. Ich würde sagen, ich schneide einzelne Punkte nochmal raus. Und dann gehen wir da ein bisschen detaillierter drauf ein. Klingt das gut? Ich denke schon. Ja, nur noch mal Post-Production hier, noch ein kleiner Nachtrag. Mir ist gerade so eine kleine Idee gekommen, die aber sehr unwahrscheinlich ist, aber ich will sie trotzdem einfach einmal ansprechen. Und zwar, natürlich kann es sein, dass dieses Video von Katar kommt. Ne? Kann sein, die Bilder von seiner Familie waren, glaube ich, eh schon öffentlich. Ich glaube, von allen, die man da sieht. Mir ist auf jeden Fall kein komplett neues Gesicht aufgefallen und so weiter. Auch das Kartal anscheinend angeblich auch ein paar zwielichtigere Geschäfte hat. Das ist auch nichts Neues. Diese Straße, kein Plan, ob die neu ist. Ich konnte es bisher immer noch nicht herausfinden, genau, ob die Hater damals da standen, Anfang des Monats, letzten Monats, oder ob die woanders standen. Aber am Ende, Leute, die das Video ganz kennen, da kommt ein 18-Plus-Video, anscheinend von ein Verwandten von Kartal, eine Verwandtin von Kartal, ein Verwandten, je nachdem, gegen wen dieses Video sein soll. Aber ich denke mal, dass der Mann es aufgenommen hat, dass es gegen die Frau gehen wird. Und wenn man das dann selbst veröffentlicht, einfach nur um Spice ins Game zu bringen, boah, das wäre ein hartes Opfer, was Kartal oder wer auch immer das gemacht hat, dann machen würde.
wenn man ein Familienmitglied so bloßstellt öffentlich. Deswegen schließt es für mich eigentlich komplett aus, dass es Katar ist. Weil wenn man auch mal so ein bisschen vergleicht, die Qualität von diesem Video hier, was ja Machtdemonstration will ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich sag's einfach mal, weil es klingt cooler, was Machtdemonstration wirklich Aufbau, Stimmungsausgleich und so weiter ist. Das Video ist auf einem anderen Level, was Katar sich ausgedacht hat. Kann natürlich sein, dass diese Streams, wo Prinz bloßgestellt werden sollte, nur eine Farce ist, damit er aus dem Schusslicht kommt, dass Rainer da in Sicherheit ist. Oder vielleicht war es auch eine Aktion, die nur der Endboss geplant hat und das hat Katar geplant. Kann alles sein, ich glaube es aber nicht. Ich wollte einfach nur die Möglichkeit hier offenbaren, dass wir auch mal drüber gesprochen haben. Deswegen, ich sage es am Ende bestimmt noch 10 Mal, aber wie gesagt, schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Wer ihr glaubt, wer es ist, auf jeden Fall. Glaubt ihr, es ist Katar? Also ist es wieder False Flag? Glaubt ihr, es ist einer der größeren Hater? Wie gesagt, am Ende bettel ich noch mal mehr um Kommentare. Muss man ja schon fast sagen, aber es interessiert mich wirklich sehr. Hey Baphomet, Ave Satanas, Novus Ordo Seclu. Katar. Solltest du deiner Familie nicht ein besseres Vorbild sein? Erstmal sehr schöne Anspielung auf Mima Baraka. Ich denke mal, darauf wird das hinauslaufen. Das sorge für das Einzige, was ich hier mit Sicherheit behaupten kann. Das hat der Mimon nämlich in einem seiner Videos erwähnt, also nicht einfach Mimon, sondern Mimon Baraka. Da ist er irgendwie ausgetickt. Ich kenne vom Mimon Game da zu wenig. Ich muss mich da unbedingt mal auf dem Laufenden bringen. Also nicht auf dem Laufenden, sondern mal up to date bringen. Und da kommt die NWO auch so ein bisschen her. Ne? Das ist so der Grundpfeiler der NWO. Da kommt es her. Da hat Mimon zum ersten Mal die NWO beschuldigt, schuld an sein Problem zu sein. Aber dann dieser Einstieg mit dem Beat, nicht der Beat, dieser Sound, der so kommt, dieses und dann Katar. Also da hatte ich wirklich sofort Gänsehaut. Ich war sofort drin, sofort angespannt und sofort sehr, sehr interessiert, was als nächstes passieren wird. Und das ist schon sehr mächtig. Danach wird es ein bisschen, danach flacht es ab. Ne? Also da hat jemand dran gearbeitet, der auf jeden Fall weiß, wie man Stimmungsaufbau betreibt. Hat mir sehr, sehr gefallen. Wirklich, fand ich als Einstieg wirklich fast schon makellos. Du hast eine Welt betreten, die du immer noch nicht zu verstehen scheinst. Hier gelten etwas andere Regeln als auf der Straße. Hier gelten unsere Regeln. Wir sind viele. Wir sind wenige. Wir sind unbekannt. Und wir leiten das Game schon länger, als du es dir vorstellen kannst. Also ich finde erstmal zu sagen, das Game läuft nach unseren Regeln, aber dann im Endeffekt zu sagen, jo, gib uns den Dicken zurück, das sticht sich so ein bisschen, weil wenn es deren Regeln sind, warum sollte Katar irgendwie mehr Macht haben als die? Aber naja, sei es drum. Darum, ich glaube, darauf werde ich im Fazit vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen. Genau. Und auch, dass die Leute da schon länger lenken das Game, als Katar denkt, das hört sich auch nach so einer Phrase an. Wie gesagt, beides, dieses, alles ist nach unseren Regeln, wir leiten das Game schon länger, als du dir vorstellen kannst. Am Ende sagt er auch, wir sind gnädig zu dir, weil du uns zum Lachen gebracht hast. Das sind, finde ich, alles Sachen, die eine Seite sagen würde, die blufft. Nur meine Meinung, ne? Wieder beim Fazit ein bisschen mehr davon. Glaub uns. Ermittlungsverfahren, billig zu kaufende Informanten und detaillierte Steuerprüfungen können echt lästig werden. Lieber Kartal, denkst du wirklich, Mimon hat dir alles erzählt und dass wir nur irgendwelche Kuchenkinder mit zu viel Freizeit sind? Ich meine, das, wenn man Dreck am Stecken hat, sage ich einfach mal, ich will jetzt niemanden beschuldigen natürlich, ne? Aber hätte ich Geld Dreck am Stecken, dann hätte ich sehr, sehr viel Angst vor Leuten, die genug sind, um ausreichend Verdacht bei mir zu schöpfen, also für die Polizei, dass die bei mir immer noch mal genauer nachschauen. Ich meine, wenn bei der Polizei plötzlich hunderte Sachen eingehen, dass ich irgendwas Schlimmes gemacht hätte, bla bla bla, dann müssen die danach gehen, so. Egal, ob die wollen oder nicht. Und auch als die Hater in der Stadt, dessen Namen nicht genannt werden darf, waren, vor der Fassade, da wurde den Polizisten ja auch ein paar heikle Videos gezeigt, sag ich mal, von Katar, Dennis und Drachenlord. Und ich denke, das hat schon dafür geführt, dass die Polizei da vielleicht ein, zweimal mehr als nötig da gewesen ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Katar ja schon in ein bisschen besser bekannt war, auch negativ, laut den Polizisten.
Und ja, jetzt wieder Mimon mit reingeworfen, dass Mimon ihm viel erzählt hätte. Boah, einfach schon wieder Mimon, ne? Ich meine, klar, es ist einfach, auf diese Schiene zu gehen, wenn du Leaks machst, sag ich mal. Das ist jetzt kein klassischer Leak, das ist schon ein bisschen mehr. Dann kannst du jetzt immer Mimon reinwerfen, weil das immer auf viel ja, positive Resonanz stoßen wird. Weil Mimon schon so ein bisschen verbrannt ist, sage ich jetzt mal schon. Weil irgendwie gefühlt die Hälfte der Haterschaft schon fest davon überzeugt ist, dass Mimon was damit zu tun hat. Ich kann es mir wirklich immer noch nicht vorstellen. Bis er nicht in den Raum gestürbt kommt und sagt, Rainer, rück mal ein Stück, das ist ja großartig, glaube ich davon leider gar nichts. Das ist auch, ich kann es nicht belegen und die Beweise gegen Mimon sind auch stärker als die dafür, das sehe ich komplett ein. Aber mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie trotzdem, dass Mimon damit nichts bis gar nichts zu tun hat. Das wäre nämlich, es wäre cool auf eine Art, aber auch ein bisschen enttäuschend. Aber dass selbst die jetzt Mimon mit reinbringen, dass er ihnen vieles gesagt hat und dass wir angeblich alles nur Kuchenkinder sind, die zu viel Freizeit haben. Ich weiß nicht, ob Mimon so eine Aussage tätigen würde. So, ich würde sagen, wir kommen noch mal schnell zum Fazit. Wie gesagt, ich kann hier nichts belegen, gar nichts. Das ist alles zu 100% Spekulation, die ich hier aussage. Wer dieses Video gemacht hat, keine Ahnung. Wirklich überhaupt, ich habe nicht mal... Ich bin ja immer für so einen Spicy-Schuss gut, sage ich mal, in irgendeine Richtung. Aber ich habe keine Ahnung. Wirklich, ob ich glaube nicht, dass es Inge ist oder Ofenkäse irgendwie, dass die da mit drin hängen. Dass es irgendwelche, die Elite-Hater, die man kennt, sage ich mal, daran beteiligt sind, das glaube ich nicht. Weil dafür hat es doch schon zu ernsten Grundton, dass es irgendein Hater ist, den man kennt. Ich kann jedenfalls niemanden zuordnen, der sowas machen würde. Auch mit dem Anfang mit denen, das ist ja an Mimon angelegt, also Mimon Baraka, der hat ja auch mal satanistische Formeln benutzt irgendwie in seinen Videos, weiß ich nicht. Und da kommt die NWO auch quasi her. Deswegen sehr schöner Anfang, muss man sagen. Generell wirkt das Video so, als würde da sehr viel Feinarbeit drin stecken, als wenn da wirklich Sachen versteckt, die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Ich habe auch ein bisschen durch Telegram gescrollt gerade. Und auch da sagen auch einige, ja, das und das sieht komisch aus, bla bla bla. Da wird bestimmt die nächsten Tage noch ein bisschen was entziffert werden. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass die Leute, die das Video gemacht haben, einiges an Zeit und Herzblut reingesteckt haben, dass da ein paar coole Easter Eggs bei rumkommen, sag ich mal. Aber die einzige Frage ist gar nicht so, wie Katal darauf reagieren, das ist mir gerade irgendwie ziemlich egal. Ich will wissen, wer das war. Weil dieses Video ist gut. Es würde mir persönlich sehr Angst machen. Okay, ich bin natürlich auch jetzt kein Gangsterboss oder so. Ne, ich bin... Der Deutsche ist der Deutsche, den ihr euch vorstellen könnt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Katal keine Sachen hinterlässt, also keine Reaktion hervorruft. Wir werden nächsten Tage sehen, wie Rainer sich verhält. Oder auch der Endboss, wenn er hat ja angekündigt, er kommt nochmal, aber irgendwie ist seit der zweiten Prinznacht nicht mehr viel passiert. Ich denke mal, wir werden zeitnah mit einer Gegenreaktion rechnen können. Gegen wen die kommt, keine Ahnung, gegen uns alle. Vielleicht weiß Katal auch, wer dieses Video gemacht haben könnte, weil am Ende ja gesagt wurde, dass man weiß, wie man sie erreichen kann. Aber das ist wie gesagt alles eine Spekulation. Wie gesagt, ich finde, das ist das interessanteste Video, was ich je gemacht habe. Auch das Interessante, was ich je zum Thema Drachengeben gesehen habe, wirklich ich beim ersten Angucken. So, ich mag Horror, wie gesagt. Ne? Wenn da so irgendwelche Puppen, so wie da jetzt vorkommen, ne, finde ich immer sehr geil. Weil die immer so einen gewissen Flair rüberbringen. So, die bringen so eine gewisse, obwohl es Puppen sind, so eine gewisse Ernsthaftigkeit mit und so einen kleinen Gruselfaktor. Deswegen habe ich sehr gefeiert. Schaut auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Glaubt ihr, das ist echt? Glaubt ihr, das ist, wir haben jetzt zum ersten Mal die echte NWO reden gehört? Würde ich super interessant finden. Das Video war mega gut. Es wird auch sein Ziel wahrscheinlich nicht verfehlen. Es wird für viel Gesprächsstoff sorgen. Ich bin nächste Tage sehr gespannt. Ich halte euch darüber sehr auf dem Laufenden. Ne? Ich bin da sehr hinter. Wenn ich irgendwas weiß, ihr erfahrt es bei mir zuerst. Also, ihr erfahrt es von mir zuerst, wenn ich es weiß. Nicht generell. Wird wahrscheinlich jemand vor mir wissen. Oder vielleicht sogar hochladen, wer weiß, ne? Ja. Wie gesagt, ich werde euch nichts erhalten. So, wie gesagt, ich wusste schon, dass so eine Art Video kommt. Also, dass etwas kommt, aber nicht, dass sowas kommt. Hätte ich gewusst, was kommt, hätte ich euch schon vorher was dazu gesagt. Aber, ja. Nachher kommt es nicht und dann stehe ich da, ne? Oder nachher ist es Müll und dann stehe ich da. Deswegen... Aber ja, sobald ich irgendwas erfahre, wie gesagt, werde ich ein Video drüber machen. Lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen, wenn es soweit ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Stream, in den Kommentaren, im Restream, irgendwo.
Und vergesst nicht, eure Meinung niederzuschreiben, wirklich. Jeder, der das bis hierhin gesehen hat, muss einen Kommentar schreiben. Du musst einen Kommentar schreiben, wie du dieses Video fandest. Also die 2 Minuten 13 von der NWO. Darf ich sagen, Medal of, oder rein, meine Freunde. Wenn ich nicht verschleppt werde.